das Kreative, nicht? Das ist ja spannend. Das ist total spannend. Für mich ist eine leere Leinwand ein Abenteuer. Ich weiß nicht, was dabei rauskommt, weißt du, ob es gut wird oder ob es schlecht wird. Und ja, wie setzt man die Farben zusammen? Wie kriegt man das, die Farbe auf die Leinwand, ohne mit einem Pinsel zu arbeiten? Nicht? Man benutzt alle möglichen Werkzeuge. Auch Wasser sprühen und Schuppen und Spritzen und Finger und ja, Autoscheiben, Kratzer und solche Dinge, nicht? Was male ich am liebsten? Eigentlich male ich am liebsten Landschaften. Und danach kommen ja Porträts. Ich male gerne eine Stimmung. Ich versuche ja immer eine schöne Stimmung in meine Bilder zu bringen. So, so ein bisschen was Geheimnisvolles reinzubringen. Und es wundert mich unheimlich, dass ich so zarte Bilder male. Weil ich bin ja gar nicht zart. Nee, ich bin überhaupt nicht zart und ich male zarte Bilder. Ich male ja nicht ganz wilde Bilder. Man müsste eigentlich von mir erwarten, dass ich Bilder male wie der Adolfo. So ganz wilde Dinge. Die sind aber gar nicht so, meine Bilder. Als ich von der Schule gekommen bin, wollte ich ja malen. Und ich wollte zur Kunstschule gehen und ich durfte nichts. Mit 18. Und dann bin ich Sekretärin geworden. Und ich habe so, ich habe immer ein bisschen Angst gehabt, wenn ich male, wird es mir nicht gut genug gefallen. Und dann habe ich es sein lassen. Bis ich, wie alt war ich? 65. Und dann habe ich gedacht, jetzt ist sowieso egal, jetzt malst du. Ich wollte immer malen. Ich hatte das immer im Hinterkopf, dass ich malen wollte. Und dann mit 65 habe ich angefangen und das erste Bild war unmöglich. Ich habe aber gedacht, jetzt bleibst du dran und es wird was. Und ja, so bin ich zum Malen gekommen. Einfach so. Das war ja immer drin. Das war ja immer versteckt. Das saß ja immer bei mir drin, in meinem Hinterkopf. Ja, in der Schule war ich ja recht gut in Kunst. Und ich war ja immer sehr experimentierfreudig. Ich habe ja immer abstrakte Bilder schon mit 11, 12 Jahren gemalt, nicht? Wo kein Mensch abstrakte Bilder gemalt hat. Ich habe da rumgepanscht und ein Bild zustande gebracht. Ich hatte eine ganz tolle, Kunstlehrerin, eine Miss Bridge war das, so eine alte Jungfrau. Und die fand das gut, meine gepanschten Bilder. Ich habe ja auch Unterricht genommen. Ich war jetzt auf mehreren Kursen außerhalb von Bocholt, so Kunstreisen. Und ich fahre jetzt jede Woche zu einem Künstler in Rees, der Herr Martin Yildirim. Und da habe ich Mal- und Zeichenunterricht. Ich habe ja immer abstrakte Bilder schon mit 11, 12 Jahren gemalt, nicht? Wo kein Mensch abstrakte Bilder gemalt hat. Ich habe da rumgepanscht und ein Bild zustande gebracht. Und wie kam das an beim Lehrer? Normalerweise ja, wollen gut, die... Ich hatte eine ganz tolle, Kunstlehrerin, eine Miss Bridge war das, so eine alte Jungfrau. Und die fand das gut, meine gepanschten Bilder. Und das hast du beibehalten? Ja, nein, nicht nur gepanschten Bilder. Nein. Jetzt mache ich was Zartes. Und dann nennst du dich selbst Autodidaktin oder ja. Wie hast du dir das selbst doch, beigebracht? Ich überwiegend autodidaktisch. Ich habe ja auch Unterricht genommen. Ich war jetzt auf mehreren Kursen außerhalb von Bocholt, so Kunstreisen. Und ich fahre jetzt jede Woche zu einem Künstler in Rees, der Herr Martin Yildirim. Und da habe ich Mal- und Zeichenunterricht. Ich war letztes Jahr zweimal in der Woche nach Rees gefahren, aber das war mir zu viel. Und jetzt fahre ich nur einmal, dienstags, zum Zeichenunterricht. Du hast aber einen relativ hohen Output. Ja, ich habe über 300 Bilder gemalt.
in den letzten 4 Jahren. Und teilweise sind sie jetzt überpinselt worden, weil sie mir nicht gefallen haben. Oder ja, die Kinder haben sie mitgenommen oder jemand anders hat Gefallen gefunden an meinen Bildern. Oder ein paar sind in den Mülleimer gelandet, aber nicht sehr viele. Ja, Lob ist des Künstlers Brot, nicht? Wenn jemand, ich bin ja dann immer ganz überrascht, nicht, dass jemand sagt, oh, das Bild finde ich toll, das will ich haben. Ja, bin ich immer ganz stolz. Wo ja. geht's hin? Ja, weiterhin mit, weiterhin mit Landschaften und ja, dass die immer schöner werden, meine Bilder, dass die immer besser werden. Da kann man nur üben. Und ich habe wirklich, ich denke, ich habe in den letzten 4 Jahren habe ich so viel gemalt wie andere in den letzten 15 Jahren, nicht so Hobbykünstler. Also ich gebe Gas, nicht? Weil ich habe so spät angefangen, jetzt muss ich Gas geben. Ich habe vielleicht noch 10 Jahre, wo ich gut malen kann und dann muss ich ja wahrscheinlich im Altersheim malen. Und da wird es ja nicht mehr gehen mit Rumpunchen. Da kann ich ja mit meinem Aquarellkästchen da sitzen oder mit Stiften, nicht? Die werden mich nicht so malen lassen, wie ich jetzt male.